Willkommen zur Löwenrunde vor unserem Heimspiel morgen gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Maurizio Jacobacci neben mir darf ich begrüßen und die ersten Worte in Form von Fragen gehen an euch. Wer möchte heute beginnen? Oliver Griss, bitte. Ja, mit Mikro, Olli, bitte, sei so lieb. Danke. Herr Jacobacci, Sie haben ja heute einen Neuzugang auch wieder hier am Trainingsgelände, den ehemaligen Boxer Jemma. Warum und weshalb ist er wieder da? Ja, um mich zu unterstützen. Es gab auch eine Gelegenheit, nach München zu kommen für ihn. Und ich glaube, es war eine gute Gelegenheit, ihn wieder mal hier vorzutreffen und auch die Mannschaft wieder zu sehen, was sicher auch etwas Gutes ist. Weiter bei Oliver. Wie gut hat die Mannschaft, also die jetzt am vergangenen Samstag auf dem Platz war, mit der anderen Gruppe dieses 0-1, dieses Pokal aus, dieses Toto-Pokal aus in Pippenried weggesteckt? Und jetzt geht man eben in dieses Derby gegen Unterhaching. Was haben Sie für einen Eindruck von der Mannschaft, wie sie das weggesteckt hat? Ja gut, wichtig ist, dass man das Pippenried-Spiel hinter sich lässt. Und trotz allem muss man sich, oder habe ich mir natürlich sicher auch Gedanken gemacht, was passiert ist. Und klar, musste ich auch gewisse Schlüsse daraus ziehen. Aber wichtig ist schon, dass man sich jetzt voll fokussiert und die ganze Woche auch fokussiert hat auf das Spiel von Unterhaching. Ohne Oliver und danach Thomas Spiessel. Personell, glaube ich, haben Sie alle Mann an Bord, bis auf Joel Schwarz. Ist das richtig oder hat sich noch was getan? Nein, ist richtig. Es ist effektiv so, ja. Also die Qual der Wahl sozusagen auch bei der Kaderbestückung für diese 20 Plätze, die dann umkämpft sind. Ja, es ist gut, dass es so ist und auch wichtig vor diesem Spiel. Dann Thomas. Ja, Herr Jacobacci, wie sind Sie die Trainingswoche angegangen? Zieht man dann nach so einem Spiel die Zügel eher an oder sind da eher Einzelgespräche das Mittel, um die Spieler wieder auf Spur zu bringen? Ja, ich habe schon das ein oder andere Gespräch mit dem ein oder anderen Spiel geführt. Wegen der Sachlage natürlich auch geschuldet. Wir haben schon uns auf das Wesentliche konzentriert und fokussiert, also den Gegner gut analysiert und wir sind auch gut vorbereitet, um 100% abzuliefern. Waren denn vielleicht die Spieler, die am Samstag nicht dabei waren, die heimlichen Gewinner, die jetzt vielleicht einen kleinen Bonus haben oder eher größere Chance haben auf die Startelf gegen Haching? Ja. Matthias Eicher. Hallo Trainer, servus in die Runde. Servus. Vielleicht ein paar Worte zum Gegner. Wie beurteilen Sie denn die Hachinger? Sind aufgestiegen und schlagen sich bis jetzt ja nicht schlecht in der aktuellen Runde. Ja, es ist schon so, dass sie eine gute Saison spielen. Ich meine, es sind sechster Stelle und 22 Punkte. Haben 5 Siege mit 7 Unentschieden, das heißt auch etwas, nur 3 Niederlagen. Auch das Torverhältnis 19-14 heißt auch etwas, gute Verteidigung, bekommen auch nicht allzu viele Tore. Defensiv sehr solid und vorne haben sie natürlich schon 2 Stürmer, die wissen, wo das Tor steht. Haben dann auch Seitenspieler, die auch immer wieder gute Bälle in die Mitte spielen, ist eine Mannschaft, die robust auftritt, viele, viele lange Bälle auch nach vorne spielt, wenig Risiken hinten begeht es kommt schon etwas auf uns zu, aber wir sind auch sehr gut vorbereitet auf diesen Gegner und spielen zu Hause und wollen natürlich das Spiel zu unseren Gunsten entscheiden. Ich mach gleich noch mal kurz weiter.
Man ist sich ja nicht ganz einig darüber, wie viel Derby jetzt in diesem Spiel steckt. Was sagen Sie denn dazu? Was ist für Sie ein echtes Derby? Was gehört dazu? Und wie bewerten Sie dann das Spiel 60 gegen Haching? Ja gut, sie wohnen nebenan. Also für mich ist schon ein Hauch von Derby dabei. Sie sagen S-Bahn-Derby, das verstehe ich weniger. Aber für mich ist es ist schon ein Derby, auch wenn wir wissen, FC Bayern München ist schon eine andere Kategorie. Und darum finde ich, ist es schon ein spezielles Spiel. Thomas? Sehen Sie jetzt aufgrund der Tabellensituation Haching als Favoriten oder erwarten Sie ein offenes Spiel? Ich glaube, bei den Derbys gibt es keine Favoriten, aber für uns ist das Ziel ganz klar, wir wollen dieses Spiel gewinnen, wie auch jedes andere Spiel. Aber Derbys, wie gesagt, sind spezielle Spiele, da kommen andere Faktoren noch zusätzlich dazu. Aber nichtsdestotrotz wissen wir schon, was es für ein Spiel werden wird. Da muss man Mentalität, Leidenschaft, Kämpferherz, Laufbereitschaft an den Tag legen. Das sind wichtige Attribute, die in diesem Spiel sein sollen. Und die technischen Qualitäten jedes einzelnen Spiels sind dann ein Puzzlestein dazu, das dann hinzukommt. Aber diese Aspekte, die ich da jetzt vorher geschildert habe, sind enorm wichtig. Morgen. Ich würde gleich nochmal nachhaken. Haching spielt ein ziemlich konservatives 4-4-2, sehr gut organisiert in der Defensive, verschiebt Ballfern asymmetrisch in der Offensive. Wie gehen Sie vom System her taktisch am besten vor dagegen? Das werdet ihr dann morgen sehen. Christoph? Ja, dann probiere ich es nochmal anders. Also weil Unterhaching hat ja auch schon einige Male 0-0 gespielt. Sie legen auch auf den Fokus auf die Defensive. Was können Sie den Fans sagen? Joel Schwarz fehlt auch. Was können Sie den Fans sagen, dass es morgen nicht 0-0 ausgeht? Also es ist nicht so, dass ich nur auf die Defensive Wert lege. Das verstehen viele Leute noch nicht oder viele Fans noch nicht. Ich sage nur, dass die Defensive enorm wichtig ist, um den Gegner zu wenig Chancen, also wenig Chancen zuzulassen. Aber mein Augenmerk ist schon, auch die Offensive zu füttern, offensiv zu agieren. Es ist nicht so, dass ich ein defensiv ausgerichteter Trainer bin. Oliver? Was nehmen Sie denn von dem letzten Spiel mit? Also ich klammer jetzt mal Pippenried aus, Saarbrücken 3-2 gewonnen in Saarbrücken. Man hat gesehen, wie schwer es ist, dort zu gewinnen. Dresden hat verloren letzte Woche im Nachholspiel. Was nehmen Sie von diesem Spiel mit? Weil es war ja schon, die ersten 35 Minuten waren ja schon das Beste, was 60 so in den letzten Jahren gesehen hat aus meiner Sicht. Und dann am Ende dann auch mal gewonnen in der Schlussphase. Ja, sehr, sehr viel. Also es war ein sehr positives Spiel, auch wenn eben diese zwei Tore, die zwei Gegentore, die wir bekommen, man nicht so bekommen sollte. Ja, das ist wichtig, dass wir das auch wissen. Aber von der Ausrichtung her, von der Dynamik her, von der Energie, diese Spannung, die die Mannschaft gehabt hat in diesem Spiel, auch eben diesen zielstrebigen Weg nach vorne zu suchen und Entschlossenheit an den Tag zu legen, die Box auch so zu besetzen, wie wir sie besetzt haben, das war wirklich sehr, sehr gut. Und das ist natürlich mein Wunsch, dass wir dort auch noch zusätzlich etwas, einen Zacken zulegen noch natürlich und das natürlich auch noch über eine längere Zeit im Spiel umsetzen können. Aber das war schon eine sehr, sehr positive Partie für uns. Und es ist sicher ein Maßstab auch für uns alle. Dann haben wir München TV.
Hol dir einmal schnell das Mikro kurz. Danke. Danke. Jetzt sagt zwar die Tabelle das eine, Haching 6., sie 12., aber es sind ja trotzdem eigentlich nur 2 Punkte Unterschied, sprich mit einem Sieg könnten sie an Haching vorbeiziehen. Ist es vielleicht nochmal so ein zusätzlicher Charakter, der so ein bisschen Brisanz mit reinbringt, dass es dann doch darum geht, ich nenne es jetzt mal aktuell zumindest das bessere Team hier im Süden Münchens beziehungsweise auch der Vorstadt zu sein? Ja gut, das Ziel ist ja nicht das, was Sie jetzt beschrieben haben, sondern das Ziel ist, die 3 Punkte zu holen, denn das gäbe uns natürlich dann auch wieder andere Möglichkeiten für die nächsten Spiele. Wir müssen so viele Punkte wie möglich bis zur Winterpause holen wollen, um eben dann auf die Rückrunde mit anderen Ambitionen natürlich ans Werk gehen zu können. Habt ihr noch Fragen? Thomas noch? Sie sagen andere Ambitionen, vielleicht ist ja auch jetzt die Liga noch eine Chance, vielleicht auch den Sprung in den DFB-Pokal zu schaffen, nachdem der Toto-Pokal ja beendet ist. Hat man das irgendwo im Hinterkopf oder sagen Sie, das ist momentan gar nicht relevant für mich? Wie gesagt, im Moment ist es wichtig, bis zur Winterpause so viele Punkte wie möglich zu ergattern, um eben dann die Möglichkeit zu haben, auf die Rückrunde natürlich dann eben gestärkt in die Rückrunde zu gehen. Aber für morgen ist enorm wichtig, dass dass unser Anhang es versteht, uns von der ersten bis zur letzten Sekunde anzufeuern und eben nicht mir, aber vor allem dem Team zu helfen, diese 3 Punkte zu holen. Oliver? Ihrem Geschäftsführer Marc Pfeiffer wird gekündigt. Jetzt wollte ich wissen von Ihnen, spielt das für Sie auch eine Rolle? Sie haben mit ihm jetzt die letzte Zeit sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Ja gut, bis Sommer werden wir so oder so eng zusammenarbeiten. Also das andere, Finde ich schade, weil er hat sehr, sehr gute Arbeit geliefert. Die Zusammenarbeit mit ihm ist hervorragend. Wir tauschen uns tagtäglich aus, was das Sportliche anbelangt. Das andere ist nicht in meiner, wie soll ich sagen? Macht. Genau. Danke. Macht. Weitere Fragen? Wie wichtig wird das Wetter morgen sein? Es soll ja schneien. Ihr habt jetzt bei relativ tiefen Geläuf wahrscheinlich trainiert, auch wenn das ein Kunstrasen ist teilweise. Wie wichtig ist das morgen? Weil man hat ja möglicherweise ganz andere Platzbedingungen. Ja gut, unser Platz eigentlich ist sehr gut. Ja? Sehr gut bespielbar. Ich hoffe schwer, dass das Geläuf weiterhin gut sein wird. Ich hoffe, dass es in den nächsten 24 Stunden nicht schneit und aufhört zu regnen natürlich. Auch, wie gesagt, auch für unsere Fans, die während des Spiels die meisten ohne Überdachung hoffentlich nicht im Regen stehen, auch wegen dem. Aber ich glaube, wie gesagt, es wird über den Kampf müssen wir ein Spiel finden. Wir wollen versuchen, dominant aufzutreten. Wir wollen uns von der besten Seite präsentieren. Und ich glaube schon, dass die Mannschaft es in dieser Woche verstanden hat, um was es wirklich geht. Niki Lang ist ja wieder fit, offenbar. Wird er auch von Beginn an spielen? Können Sie das schon sagen? Ich werde nicht sagen, was meine Idee ist, wie die Mannschaft aussieht von morgen. Also
wählen Sie eher den spielerischen Gedanken, wenn Sie sowas sagen? Noch einmal, ich werde mich da nicht äußern. Ich überlasse es Ihnen. Aber beim Tor können Sie sich natürlich schon festlegen oder werden Sie sich festlegen. Das ist so, wie Sie es gesagt haben vor 2 Wochen, dass Marco Hiller wieder ins Tor zurückkehrt. Das werdet ihr morgen früh genug erfahren. Spätestens 1 Stunde vor dem Spiel. Ich sehe keine Fragen mehr. Dann sage ich vielen Dank. Schönen Nachmittag und dann sehen wir uns morgen hoffentlich im trockenen Grünwalder Stadion. Dankeschön. Ich danke euch.